Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Turtles. Das Wettkampfende ist auf jeden Fall am Start. Von daher würde ich sagen, werden wir uns erstmal unseren Preis holen. So, gucken hier natürlich nach. Oh, ein Ressourcenpaket. Das werden wir natürlich erstmal einsammeln. Checken hier auf jeden Fall die Lage. Was gibt es hier? Was bekommen wir hier? 34 Pizzen. Okay. Dann ein bisschen Mutagen. 419. Bisschen Kohle. Und Raphael kriegen wir auch mit dazu. Von daher passt es. Von daher läuft es. Ich würde sagen, wir gehen nur erstmal in den Shop. Werden hier natürlich das nächste Paket erstmal einsammeln. Sagen dann hier erstmal, nee, kann's vergessen. Und dann würde ich sagen, gucken wir hier erstmal, lösen hier natürlich erstmal nochmal alles ein, was wir einlösen können und gehen dann auch erstmal in den Kampf. Ich weiß nicht, was wollen wir machen, was wollen wir zocken? Das ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal weiter. Haben jetzt 44 Schlüssel. Das heißt natürlich, wir brauchen 8. Könnten hier auf jeden Fall in den Kampf gehen. Das werden wir auf jeden Fall auch in den Angriff nehmen, würde ich sagen. Und dann probieren wir erstmal aus. Oder ich würde sagen, nee, wir machen erstmal was anderes. Wir gehen erstmal einen anderen Kampf. Suchen uns hier erstmal einen nächsten Kampf raus und checken hier auf jeden Fall erstmal die Lage. So, was greifen wir an? Ich würde sagen, greifen wir hier gleich mal an. Jo, so machen wir das. Und dann nehmen wir, wen nehmen wir mit? Den nehmen wir mit. Dann nehmen wir auf alle Fälle einen davon mit. Den nehmen wir mit. Und dann nehmen wir den hier. Und wollen wir den mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Aber ich würde sagen, wir probieren es aus. Gehen so einfach mal in den Kampf. Und gucken hier natürlich, was am Ende so geht. Holen wir uns hier den Sieg oder eventuell dann doch nicht. So, ich mache erstmal auf Autoplay. So, das war klar, lasse ich erstmal auf denjenigen, der natürlich hier nicht so viel Power hat. So, alles klar, den haben wir auch erstmal gekillt. Jetzt kriegen wir mit Sicherheit nochmal auf die Mütze. Teilen jetzt mal kurz ein bisschen aus, alles klar. So, aber ich glaube, die erste Welle überleben war, ohne dass wir irgendwie ihn verlieren. Also das ist natürlich erstmal nice. Weiter geht's. Trotzdem ich sagen muss, jetzt werden wir, denke ich mal, mit Sicherheit verlieren. Also da bin ich mir fast sicher. Okay, das war's, habe ich mir gedacht, aber ist egal. Ich glaube trotzdem, dass wir am Ende hier auf alle Fälle durchkommen. Also ich denke, hier brennt nichts mehr an. Der Gegner hat ja eigentlich nicht so wirklich eine Chance. So, auf geht's in Welle Nummer 3. Da checken wir natürlich die letzten 5. Oha, jetzt fressen wir natürlich noch mal ein bisschen was, verlieren dann nur einen am Ende, aber gut, okay, ich glaube trotzdem, dass wir uns hier keine Platte hoffentlich mehr machen müssen, weiß ich nicht. So sieht's aus, 3 gegen 3, jetzt ist es dann doch ein bisschen ausgeglichener, muss ich sagen, und ich denke, dass wir am Ende auf jeden Fall die Nase vorne haben, weil April hat auf jeden Fall nochmal den grünen Daumen bewiesen, hat uns auf jeden Fall nochmal aufgeladen, von daher brauchen wir uns da auf jeden Fall nicht mehr so wirklich eine Platte machen, dass hier noch was anbrennt, also ich denke, hier ist Schicht im Schacht, der Gegner ist auf jeden Fall extrem am Arsch, von daher haben wir den Sieg, wie gesagt, am Start, den Sieg haben wir auf alle Fälle. Und können dann ganz entspannt in den nächsten Kampf gehen. Können uns da auf jeden Fall erstmal angucken, wer da auf uns wartet. Das ist natürlich die nächste Frage. Aber wie gesagt, erstmal konzentrieren wir uns hier auf das Ende. Haben den Sieg in der Tasche und können uns jetzt natürlich erstmal angucken, was das hier überhaupt für eine Belohnung gibt. Erstmal ein paar XPs. Oh, gleich mal ein Levelaufstieg. Das ist natürlich auch schön. Dann sammeln wir uns das natürlich erstmal ein. Sammeln hier ein bisschen ein und gehen dann auf jeden Fall nochmal in den nächsten Kampf. Ich weiß nicht, wollen wir hier gleich nochmal Bambule machen? Ich denke, das wäre ja nicht so verkehrt. Da würde ich sagen, ich will nochmal kurz weit gucken. Wen setzen wir hier? Können wir sowieso noch alle einsetzen. Dann passt es. Dann können wir jetzt hier erstmal nochmal Bambule machen. Machen hier auf jeden Fall noch einen Fight.
gehen hier in den Kampf und greifen den erstmal. Ich weiß nicht, was ist hier los? Hoho, auf 21, da brauchen wir gar nicht probieren. Also da haben wir auf jeden Fall keine Chance, sonst hätte ich es natürlich gerne gemacht. Aber wie gesagt, das hat sie nicht. Oh, würde sich auf jeden Fall am Ende dann nicht so wirklich für uns lohnen. Von daher denke ich, probieren wir es hier erstmal aus mit ein paar von denen. Nehmen den noch mit und nehmen den und den noch mit. Probieren wir mit denen auf jeden Fall mal aus und gucken, was hier am Ende so geht. Aber ich denke, hier brennt auf alle Fälle ja nichts an. Also ich denke, hier haben wir den Sieg so gut wie am Start. So, sehr schön. Den haben wir auch gleich weg. Den kloppen wir auch weg und den kloppen wir natürlich auch gleich weg. Kommen dann in die nächste Welle und können da erstmal gucken, wer da auf uns wartet. Ich denke mal wieder 5 Charaktere. Naja, gut, das sieht eigentlich relativ nice aus. Oha, oha, oha. Ich glaube, hier haben wir uns extrem gut geschlagen. Ich glaube, der Gegner sieht ja nicht durch. Der weiß ja nicht, was los ist. Wir kommen auch gleich in die nächste Welle. Haben dann die letzten 5 hier vor der Brust. Werden die auf jeden Fall, denke ich mal, wegkloppen. Und haben dann den nächsten Sieg hier am Start. Danach würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall erstmal ins Labyrinth gehen. Und checken da natürlich ab, ob wir da den nächsten Sieg nach Hause holen. Um natürlich hier irgendwie das Schloss zu knacken. Da brauchen wir natürlich jetzt, glaube ich, insgesamt noch 6 Schlüssel. Wenn mich nicht alle täuschen. Von daher gucken wir da auf jeden Fall gleich mal nach, checken da auf jeden Fall die Lage, was da so geht, ob wir eine Chance haben auf den Sieg, auf die Schlüssel oder dann eventuell doch nicht. Also wie gesagt, ich bin extrem gespannt, ihr hoffentlich auch. Von daher hoffe ich natürlich auch, dass er dran bleibt, dass er euch das auf jeden Fall gleich mal rinzieht und abcheckt, was so geht. Aber was ist jetzt? Oh, ich dachte schon, den Takt hier komplett. So, sehr schön, den Sieg haben wir. Dann sammeln wir hier erstmal ein, gehen hier erstmal auf Fortfahren. So, und dann sammeln wir natürlich erstmal ein. Ich weiß ja nicht, ihr hört mit Sicherheit ein bisschen verschnupft, von daher hört es sich ein bisschen beschissen an mit Sicherheit. Aber ist egal, tut mir leid auf jeden Fall. Wenn es euch stört, dann schaltet aus, wenn nicht, dann umso besser, dann bleibt auf alle Fälle dran. Also würde mich sowieso viel mehr freuen. Wie gesagt, wir gehen nochmal hier in den Labyrinthe und Mutanten, checken hier nochmal die Lage. Gehen hier auf jeden Fall nochmal in den Kampf und gucken, ob wir den Gegner hier irgendwie bezwingen können. Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein hartes Brot. Wird auf jeden Fall nicht leicht für uns, aber ich denke, mit dem Team haben wir eventuell dann eine relativ gute Chance. Wir probieren es einfach aus, gehen hier einfach so in den Kampf und gucken, was hier am Ende so geht. So, ich mache mal ein bisschen schneller, aber ich werde auf jeden Fall die Aktion hier selber tätigen. Greife jetzt erstmal den hier an. Ah, der hat einen Spot an, der Typ. Das ist natürlich nicht so pralle. Aber ist ja, wir machen uns erstmal stärker. Und dann greifen wir auf alle Fälle gleich nochmal den Spot-Typen an. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. So, der Konter ist auf jeden Fall mal nice. Nehmen wir dem erstmal inne mit. Und können jetzt auf jeden Fall den erstmal nochmal angreifen. Kloppen den natürlich auch gleich mal weg und können uns jetzt noch natürlich erstmal ihn aussuchen. Ich weiß nicht wen, die sind natürlich beide bescheiden. Wenn wir Pech haben, hätten wir vorbeigehauen. Aber da hatten wir Glück. Hier haben wir hoffentlich auch ein bisschen Glück. Ich weiß es nicht. Jo, haben wir. Und müssen jetzt nur noch einmal treffen. Dann ist alle Chicks, alle soweit Paletti. Auf geht's in Welle Nummer 2. Da müssen wir natürlich gucken, was zu jeder. Also ich glaube, hier wird es natürlich jetzt auch wieder relativ hart für uns. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, mit dem greife ich aber den hier an. Oha, hätte ich das vorher gewusst. Aber ist egal. So, dann können wir den hier nochmal angreifen. Dann greifen wir gleich nochmal den an. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal auf den Ruf.
hauen den erstmal weg, haben damit gute Karten, weil der Gegner kann sie erstmal nicht regenerieren, kann seine Charaktere erstmal nicht so wirklich heilen. Den er noch hatte, den habe ich ausgeschalten. Der andere hat seine Spezialattacke auf jeden Fall schon genutzt. Von daher würde ich sagen, greifen wir an, machen den Gegner hier hoffentlich relativ fix platt und können uns dann auf jeden Fall auf die letzte Welle konzentrieren. Wir können uns jetzt natürlich auch erstmal nochmal gesund machen. Wäre natürlich auch sinnvoll, das machen wir auch erstmal. Und dann würde ich sagen, greif mal da links erstmal an. So, sehr schön. Oha, das ist auf jeden Fall ein harter Brocken, aber den kloppen wir am Ende dann doch weg. Kommen wir auf jeden Fall in die nächste Welle, in Welle Nummer 3 haben wir auf jeden Fall die letzten 5 vor der Brust und müssen jetzt natürlich gucken, wie wir uns hier am besten schlagen. Ich würde sagen, wir greifen erstmal den Roten an. So, dann greifen wir mit unserem Lilanen auf jeden Fall nicht den Roten an. Greifen wir den an. Dann greifen wir gleich nochmal den an. Und dann greifen wir gleich nochmal den an, würde ich sagen. So, dann haben wir erstmal ihn ausgeschalten. Können dann gleich mal weitermachen. Ich würde sagen, das machen wir dann auch erstmal da. Machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen stärker und warten jetzt ab, was der Gegner macht. So, das Coole ist, wir können jetzt immer kontern. Das ist natürlich sehr nice. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass er die erstmal jetzt unten macht. Aber das ist mir ja, jetzt können wir jetzt ganz entspannt angreifen. Werden jetzt, greifen wir nochmal den an. So, haben den jetzt eliminiert, können uns jetzt natürlich hier den nächsten raussuchen. Dann nehmen wir natürlich den roten. Können jetzt auf alle Fälle erstmal nochmal auf den gehen. Nehmen wir ihn auf den. Verfehlt. Oh, bitter. Würde ich sagen, zünden wir auf jeden Fall die Aktion hier nochmal. So, die hat auf jeden Fall gesessen. Von daher denke ich, haben wir auf jeden Fall extrem gute Karten auf den Sieg. Wenn wir den weggekloppt haben, haben wir eigentlich schon so gut wie alle geschafft, haben alle Charaktere noch an Bord. Von daher würde ich sagen, haben wir den Sieg auf jeden Fall, naja, verdient. Von daher können wir hier unsere Schlüssel einpacken und können jetzt auf jeden Fall das Schloss hier erstmal öffnen. Da bin ich natürlich gespannt, was hier geht. So, jetzt haben wir unsere 52 Schlüssel. Jetzt können wir es öffnen. Machen wir kurz einen Screenshot. Danach natürlich auch gleich nochmal, wenn es hier öffnet wird. Okay, was ist jetzt? Verbleibende Versuche. Was haben wir hier? Alter, jetzt haben wir hier übelst die krassen Gegner. Und haben aber selbst nicht mehr wirklich welche mit am Start. Das ist natürlich mies, aber ich würde sagen, wir probieren es so einfach aus. Checken so einfach mal den Kampf. Oh, jetzt habe ich meine Besten natürlich schon mitgenommen. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ist egal, müssen wir das Beste draus machen. Gut, sagen wir greifen mit dem erstmal den an. Dann mit dem roten nehmen wir auf den lilanen. Oh, kloppen den nur gleich mal komplett weg. Mit dem lilanen gehen wir auf jeden Fall auf den blauen. Hätten wir auf den anderen gehen können, ist egal. Mit dem Orangen gehen wir auf den Grauen. Und mit dem Blauen gehen wir auch gleich nochmal auf den Blauen, würde ich sagen. So, kloppen den auch gleich mal weg. So, wie verfahren wir weiter? Ich würde sagen, wir greifen erstmal den hier an. Dann greifen wir den an. Dann greifen wir gleich nochmal den an. Kloppen den und gleich mal weg. Haben dann natürlich nur noch 2 hier am Start, die uns gefährlich werden können. Und, was ist denn? Ah, dachte, wir schaffen es. Aber gut, okay, hier haben wir das jetzt erst gepackt. Jetzt geht's auf in die nächste Welle. Alter, was ist denn hier los? Alter, was ist denn das für ein Vieh?
So, dann würde ich sagen, greifen wir hier erstmal an. Müssen natürlich gucken, wie es am besten geht, wie wir am besten angreifen. Aber unsere Spezialattacken haben wir natürlich alle noch am Start. Von daher würde ich sagen, legen wir hier erstmal los, machen hier erstmal ein bisschen Bambule und müssen natürlich gucken, ob wir es am Ende packen oder eventuell dann doch nicht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Alter, immer verfehlt. Weil ich glaube, es sieht relativ gut aus. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall überleben. Wir werden den Gegner auf alle Fälle platt machen. Also hoffe ich. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so cool aus. Müssen wir mal gucken. Ey, was? Haben wir den nächsten verloren? Nein, Alter. Oh, da packen wir am Ende dann. Doch, ist das geil, ist das cool, coole Sache. Fette Ding auf jeden Fall. Wir haben sie gepackt. Wir haben auf jeden Fall alles richtig gemacht. Gehen jetzt erstmal hier auf Fortfahren. Und müssen jetzt natürlich gucken, was hier geht, was wir hier bekommen. Okay, hier bekommen wir erstmal was. Und was müssen wir dann machen? Müssen wir nochmal in den Kampf? Oh, nee, hier gibt es erstmal was. Okay, zum Drehen tippen. Ich mache nochmal kurz einen Screenshot. Okay, ein Lab-DNS-Paket. Also ich bin gespannt. Was? Naja, gut, okay. Ist egal, haben wir auf jeden Fall die nächsten bekommen. Ich würde sagen, wir könnten hier auch nochmal in den Kampf gehen, aber ich würde sagen, das machen wir dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Von daher würde ich mich für heute erstmal wieder bei euch verabschieden. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat zuzuschauen und hoffe natürlich, dass ihr im nächsten Let's Play auf jeden Fall wieder mit am Start seid. Also wie gesagt, ich würde mich freuen wie die Sau. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.